So, hey Leute, euer 47er, grüße euch. So, machen wir wieder ein neues Case am Start. Ein gebrauchtes, das ist jetzt mal wieder ein, ich nenne mal eine Abstaubung von meinem Nachbarn, vom Thorsten. Und ja, das ist jetzt ein NZXT H440. Das Case, das kostet zurzeit immer noch so um die 120, 130 Euro. Und schön weißes Teil, also schwarz-weiß. Aber ich weiß nicht, ob ihr es schon entdeckt habt. Hier, das Mesh ist normalerweise schwarz. Aber ich konnte es mal wieder nicht lassen und habe halt noch ein bisschen von der Farbe von dem 900-Euro-PC genommen. Dieses Bronze. Das gleiche gilt auch hier für die Seite. Hier kann man das schön sehen, hoffe ich. Und hier hinten ist auch noch so ein Teil. Naja, okay, dann gucken wir uns das Teil mal an. Ich mach mal gerade die Schräubchen auf. Ist ein recht großes Case. Die Höhe ist 513 mm, Tief ist 480 und breit 220 mm. Hat gute 10 Kilo. Man sollte damit nicht so lang rennen, denke ich mal. So, hat jetzt hier Ränselschrauben, die dann in den Türen bleiben, sprich im Seitenfenster, in dem Seitenteil. Sind recht robust. Klar, es ist alles ein bisschen abgenutzt, aber gut, dann könnt ihr das hier auch mit einem normalen Plexiglas oder Echtglasscheibe wieder ersetzen. Oh, das ganze Zubehör noch hier drin. Bisschen blablablu. Was da drin ist. So, mal kicken. Hat noch einige Schrauben dabei. Achso, das tut zum. Ganze für zu fixieren. Ein paar Kabel für die Lüftersteuerung. Da ist nämlich eine integrierte Lüftersteuerung drin, die leider nur auf volle Pulle laufen würde, sprich 12 Volt. Das macht ja keinen Sinn. Hier haben wir noch ein paar Schrauben. Mal kurz hin, die ist sogar noch beschriftet hier. Wo was ist. Ist ja auch recht pingelig, auch so genauso wie ich mit den ganzen Teilen. Er hebt ja auch jede Kleinigkeit auf, Gott sei Dank. So, jetzt haben wir hier ein Tool, um die Abstandshalter festzumachen. Wie gesagt, hier noch ein paar Lüfteranschlüsse, die alles in meinem Case dabei sind. Und natürlich jetzt hier die Beschreibung. Also, ATX können wir verbauen. Manch einer spricht auch von Full ATX, die sind halt ein bisschen breiter, obwohl ich dann Extended ATX nenne, also E-ATX. Dann habt ihr jede Menge Durchführungen hier. Das hier vorne ist beleuchtet. Da war eine von den Birnen war kaputt. Die habe ich dann halt neu gekauft und neu gelötet. Zeige ich euch auch gleich, wie das aussieht. Ist ganz dezent. Man hat nämlich hier hinten einen An- und Ausschalter. Da ist dann die noch beleuchtet und die. Aber die beiden gehen nicht mehr. Die wollte ich jetzt nicht auch noch kaufen. Also habe ich es gelassen. Ich glaube, die obere oder die untere müssen wir gleich mal gucken. Die funktionieren noch. Eine von den beiden funktioniert noch. Ursprünglich ist auch eine Dämmung in dem Case gewesen, aber die hat er rausgenommen. Zum Beispiel jetzt hier, damit er mehr Kabelmanagement machen kann. Kann ich irgendwo auch verstehen. Aber gut, das ist ja dann auch von, naja, wie auch immer. Ich mache jetzt keine neue rein, weil das wird jetzt eine, keine dementsprechende Monstermaschine, sondern eine ganz normale Gaming-Maschine. Und gut ist. So, ihr habt 2, 4, 6, 7 Slots hier hinten. Noch Wasserkühlungsdurchführung. Ihr könnt hier hinten 120 oder 140 mm Lüfter verbauen. Hier vorne, meine Wand, könnt ihr jetzt noch 200 Zöller verbauen. SSD würde ich jetzt zum Beispiel nennen. Oder halt Holidays. Einfach schön auf den Drehschrauben hier. Der Rennschrauben wieder fixieren. Ihr habt ja noch eine, ich habe es gerade erst entdeckt, eine Durchführung nehme ich an für die Grafikkarte, für den Strom. Ist auch nicht schlecht. Hier sind schön gummiert die Teile. Ja, dann habt ihr hier oben das Ganze easy, das abzumachen. So, jetzt vorne natürlich den Start und den Reset-Button, klar. Ihr habt jetzt USB 2.0 mal, USB 3.0 mal und ich mache mal wieder gerade wieder richtig drauf, dann kann man das besser sehen. Und Kopfhörer und Mikroanschluss.
So, dann könnt ihr hier, wie gesagt, ist normalerweise die Dämmung. Da kann man auch gut sehen, was ich lackiert habe. Das sind jetzt diese Meshgitter. Da war auch vorher kein Staubfilter drin. Ich nehme mal, da war auch vorher keiner drin. Weiß ja gar nicht warum. So, ihr könntet jetzt hier, ich glaube 360 Radiator war das, ne? Genau. Oder halt 3x120er verbauen. Oder 3x140er. Ne, ist nicht wahr. Hier vorne kann man 120 und hier 2x140 verbauen, also Lüfter. Also 240 und 360er. Ah, jetzt macht das Sinn. Ja, genau. Jo. Ich habe gerade einen Faden verloren. Andersrum, damit er nicht verkratzt. So, ich mache vorne mal auf, dann kann man das auch mal sehen. Das ist schon recht schwer, sauber. So, wie gesagt, hier wäre normalerweise auch eine Dämmung gewesen. So, hier auch das Meshgitter, was ich lackiert habe. So, habt ihr hier einen schönen Staubfilter. Sehr groß. Der immer noch nicht ganz sauber ist, obwohl ich ihn sauber gemacht habe. Egal. So, 120er unten, 2x140 oben oder halt 360er Radi oder 240er hier vorne. Ist halt ziemlich eng hier. Um da arbeiten zu können, müsst ihr die ganzen Festplattentrays ausbauen. Zeige ich euch jetzt, wie das alles so ganz, das Ganze so aussieht. Also kann man nämlich massiv Festplatten einbauen in das Case. So, ein bisschen leichter jetzt. Und wie gesagt, wir die Ränder schrauben. Die untere ist schon durchgedreht, aber tut ja nichts zur Sache. Mein Gott, ist das fest. Das ist gar nicht so eine Erinnerung. Sehr massives Teil. Und für den Preis kann man das ja wohl auch verlangen. So, wie gesagt, das ist jetzt die Lüftersteuerung hier. Ihr könnt 2, 4, 5 und jeweils, also ihr könnt 10 Lüfter anschließen, wenn ihr Bock habt. Das Problem ist halt, er meinte, die laufen alle auf 12 Volt. Das heißt, sie würden volle Pulle laufen, also macht das nicht wirklich Sinn. Ich weiß nicht, ob man da irgendwie was finden kann. Muss ich mal nachgucken. So, und hier oben ist die Platine für die Lichtsteuerung. So, und hier kann man sehen, mein Sammelsurium, das ist jetzt der Anschluss zum Beispiel für die Leiste vorne, dieses NZXT-Schriftzug. So, mein Gott, schweres Wort. So, jetzt habe ich hier alles extra. Das ist das Panel. Das ist USB 3.0. Hier kommt der HD-Audio an. Alles schön sortiert hier, das Ganze. Das hat er alles. Das ganze Kabelmanagement ist von ihm. So, jetzt habt ihr hier 1, 2, 3, 4, 5. 3,5 Zoll oder 2,5 Zoll Festplatten könnt ihr verbauen. So, ich baue mal eine aus hier. Könnt ihr mal sehen, wie die ausschauen. Auch alles hier. Die Schraube kann man auch nicht verlieren. Da werden nämlich hier noch, die sind auch teilweise gepuffert. Also gummiert, besser gesagt. So, und ich habe gelesen, dass man hier unten auch noch Festplatten verbauen könnte. Also dann sind hier sind da unten noch sind noch ein paar Löcher. Zeige ich euch mal so. Da sind unten noch ein paar Löcher drin. Ja, wer hat denn so 100 Millionen Festplatten? Vorne 2 und hier 7, also ich weiß nicht. Okay, genau, normales Standard-ATX-Netzteil. Netzteil habe ich mir das aufgeschrieben. Das habe ich vergessen. Egal. So, Grafikkarten könnt ihr bis zu 406 mm verbauen, also richtig massiv. Kühler, nein, ich bis 180, das habe ich mir gerade nicht aufgeschrieben, aber er hatte gesagt, bis 180 mm wären möglich, weil ist auch massiv Platz hier. Ja, dann kommen wir noch mal zu den Panelanschlüssen, würde ich sagen. Ja, ein bisschen runter hier. Wie gesagt, das ist USB 3.0. So, dann haben wir die Paneel. Die LED steht nun hier drauf. Plus, Minus, Reset-Switch, Power-Switch. Und die HDD-LED. Okay, also das hat hier die Power-LED. So, dann haben wir hier jetzt noch USB 2.0, 2.0 und natürlich der HD-Audio. Ich habe da schon so ein paar Sachen hier, wo die verbaut werden. Kann ich ja jetzt schon mal sagen, da kommt ein Z97-Board rein. So, dann habt ihr hier so ein Tray, würde ich ganz.
Dann hier festmachen, dann reinschieben und dann das Netzteil einbauen. So, hier unten habt ihr auch noch. Ich weiß gar nicht, warum ich so vorsichtig bin, mein Tisch ist eh verkratzt. So, die sind gummiert, schön gummiert hier unten, die Füße. Ausreichend hoch, hier auch noch Staubfilter. Das Netzteil. Auch immer sehr schön. Ja. Da werde ich dann mal ein schwarzes System, also gut, bis auf die Farbe jetzt hier, der Bronze, aber da hatte ich halt Bock drauf. Mir war langweilig, darum habe ich halt lackiert. Man könnte die auch hier rausholen und dann hätten wir das Ganze, übrigens ist das auch alles aus Blech hier, ne? Deshalb ist das auch so schwer, das Käse. Wie gesagt, um die 10 Euro, Kilo, nicht 10 Euro. Ja, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich weiß, ich erwähne das immer wieder. Vorne habe ich die Lüfter erwähnt, ja genau. Kabeldurchführung habt ihr auch alle. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen hätte. Die Höhe habe ich erwähnt. Dämmung keine. Klar, nee, ich denke, ich habe alles. Achso, ich wollte euch ja noch zeigen, wie das aussieht hier, genau. Aber dann baue ich halt erst alles wieder zusammen, weil das sieht ja so dann doof aus. Okay, bis gleich. So, so sieht das aus. Kann hier an- und ausmachen an dem Schalter hier hinten. Machen wir gerade Licht aus hier vorne. Oder ein bisschen besser sehen. Schön dezent, wie ich finde. Das reicht auch. Na, wie vermutet. Und dann hier, diese Lampe ist noch am Leuchten. Okay, Leute, dann bin ich mal wieder raus. Euer 47er. Ciao, ciao.